Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer kleinen weiteren Besuchsfolge bei Clash of Clans und wir haben wieder ein paar Freiwillige gefunden, die ihr Dorf bewertet haben wollen und wir fangen direkt an. Wir fangen an mit einem kleinen Clan-Kürze, Raute 8, nein, wieso denn 8, UG 8, 0, Q, VJ, Born to Fight und wir suchen den Hüseyin, glaube ich, oder? Hüseyin, 1967, Level 94, Rathaus 9, spielt schon ein bisschen länger als ich, 976 entfernte Gebäude, ganz gut gefarmt, 389 Millionen Gold, 316 Millionen Elixier, das hört sich doch schon mal ganz nett an. Ansonsten auch wirklich nicht schlecht, Pokale habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, 2155, okay. Dunkles hat er auch schon sehr nice gefarmt, über 500.000, aber ein bisschen sehr wenig gespendet, 9600 ist sehr, sehr wenig. Könntest du ein bisschen was tun, bringt dir auch Erfahrungspunkte, dann steigst du ein bisschen im Level. Und dein Dorf? Ja, also, ich würde mal sagen, die X-Bögen gehen gerade schon auf 3. Die Magiertürme hast du alle schon ausgebaut, ebenso die Mörser. Kanonen sind zum Teil ausgebaut, 2 Stück sehe ich gerade. Und 3 sind noch auf Rathaus 8 maxed. Die Bogitürme sind alle Rathaus 8 maxed, also Level 10. Königin schon auf 11. König auf 10 ist auch Rathaus 8 Max, also noch wahrscheinlich hast du auch noch nichts dran gemacht, seitdem du hochgegangen bist, sondern dich erst um die Königin gekümmert, so wie alle anderen auch. Flugabwehren sind zum größten Teil Max, da fehlt nur noch diese eine hier, die machst du wahrscheinlich dann auch bald. Also von den Gebäuden her würde ich schon mal sagen, sieht das sehr, sehr schön aus. Die Mauern sind natürlich ein bisschen schwächer, du hast zwar hier in der Mitte 8er Mauern, die sind auch in Ordnung, aber hier außen sind halt noch relativ viele 7er Mauern. Hier in der Mitte sieht man auch schon ein paar 9er Mauern, da, da, da und da. Wahrscheinlich damit die schön leuchten, hast du die Stellen ausgesucht. Ich würde auf jeden Fall dir empfehlen, noch wenigstens die 8er Mauern zu machen, bevor du hochgehst. Besser sogar die 9er, aber die 8er auf jeden Fall, sonst... Ich finde ein Rathaus 10 mit Level 7er Mauern sieht schon irgendwie ziemlich... What the fuck ich aus. Auch wenn du sonst alles gelevelt hast, finde ich, passt das einfach nicht zum Rathaus 10. Rathaus 9 ist ja schon dunkel und Rathaus 10 wirkt durch diese rote Lava sehr bedrohlich, aber da müssen halt auch die Mauern zupassen. Da reicht es dann nicht, diese lila Mäuerchen zu haben. Sonst vom Aufbau. Die Mörser stehen scheiße. Die Mörser stehen wirklich scheiße. Nicht, weil sie... Die Lager decken sie ganz gut, aber die decken sich 0,0 gegenseitig. Ich überlege gerade, ich dachte, so ein ähnliches Dorfdesign hatte ich schon mal. Da würde ich echt lieber die Flugabwehr eins nach außen stellen und die Mörser alle eins nach innen. Dann decken die sich besser und alles ist gut. Zumal die ja auch hier bei dem und dem Lager jeweils so einen kleinen toten Winkel haben, wobei das nicht ganz so tragisch ist. Also wie gesagt, ich würde die Mörser vielleicht tauschen, da finde ich die nicht so gut. Die Magier-Türme hingegen stehen so schön. Immer zwei Lager schützend, wobei die Lager auch immer 2 Stück in einer Kachel sind. Das gefällt mir auch nicht ganz so hundertprozentig. Wobei, was soll ich, warum sage ich das eigentlich immer? Ich habe alle 8 Lager in einer Kachel, also ich dürfte mich eigentlich gar nicht beschweren. Aber ich will auch mein Dunkles schützen, das willst du aber anscheinend auch. Aber die Clanburg gehört halt trotzdem in die Mitte. Die ist ja trotzdem nutzbar, auch wenn sie im Ausbau ist. Ich finde die da auch nicht so ideal, aber ich wüsste auch keinen anderen Fleck. Vielleicht, wenn man das Dunkle weiter nach außen verschiebt, dann auch noch damit rein. Ebenso wie die Helden, die könnten... Nein, die könnten dann nicht passen. Schade. Ich würde die Clanburg aber trotzdem vielleicht in die Mitte stellen. Ansonsten... Also vom Ausbau her wirklich schon nett. Die Mauern halt noch ein bisschen rückständig, aber auch alle... obwohl alle Goldsammler sind oben, aber die Elixiersammler noch nicht komplett. Was sagen denn deine Truppen? Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Oh, 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 die Truppen da sind auch sehr rückständig, wenn ich das so sehe. Golem 2, Golem auf 1, meine ich. Packer auf 2, also Golem, geht auf 4.
und auf 2 schon bei Rathaus 8. Packer geht übrigens auch schon auf Rathaus 8 bis 3. Du bist schon fast fertig mit den Gebäuden, wenn man das so sieht, weil deine X-Bögen sind schon auf dem Weg zu 3 und ansonsten der Rest, der geht schnell. Also da solltest du ganz dringend im Labor was nachholen. Also so kann ich dir leider nur eine 7,5 geben, auch wenn die Gebäude nicht schlecht sind. Sind da doch einige Sachen, die noch im Argen liegen. Solltest du vielleicht ein bisschen was tun, nimm's mir nicht übel. Ihr wollt ja auch nicht, dass ich euch vertätsche oder so. Ich will ehrlich sein. Und dann gucken wir nach dem nächsten. Den habe ich schon mal gesucht, den guten. Da war er aber nicht da. Fairness. Und wir suchen den Putty Patty. Ja. Okay, ich habe Angst. Level 150. Oh, welch Wunder. Komplette Max-Truppen. Zauber, außer dem Blitz. Der Blitz fehlt dir noch. Wenn das Labor gleich läuft, wissen wir, was da drinnen abgeht. Und Helden noch nicht ganz maxed. Schäm dich. Also wirklich, mit Level 150. spielt auch schon irgendwie das doppelt so lange wie ich. Hat auch ein ganz klein bisschen gefarmt. Also hier steht 1,2 Millionen und 1,3 Millionen. Weiß ich nicht. Milliarden. Milliarden, nicht Millionen. Hilfe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann sein, dass er schon gespielt hat, als es dieses Cap noch gab. Da gab es, glaube ich, gab es bis 100 Millionen oder bis 200 Millionen? Ich glaube, bis 100 Millionen konnte man da nur farmen und dann stand da einfach 100 Millionen, obwohl man mehr gefarmt hat. Champ warst du auch schon. Auch nur ganz knapp, aber du warst es. Und ansonsten, die Verteidigung fehlen dir noch bei Erfolgen. Mal gucken, gleich, ob du ein Pokaldorf hast. Und hast richtig nice gespendet. 182.000 ist schon richtig nice. 4 Millionen Dunkles, ja, macht man mal eben so nebenbei, würde ich sagen. 4.960 X-Bögen zerstört, ach. Pipi-Kram. Ne, in meinem Ernst, richtig übel. Ja, dementsprechend ist auch das Dorf. Ich frage mich nur gerade, was du mit deinem... Ja gut, du bist Rathaus 10. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt bei 800 Millionen oder so erfarmten Gold und du hast schon über 1 Milliarde und deine Mauern sind noch nicht perfekt. Das wundert mich gerade fast. Ich hätte jetzt gesagt, du hättest auch schon 10er-Mauern und ein paar 11er-Mauern. Aber 10er-Mauern hast du, aber noch nicht alle und ein paar 9er-Mauern. Aber ansonsten natürlich Max Out. Kanonen, sind da schon neue bei? Das ist eine 12er. Ich erkenne die irgendwie nicht so gut. Nee, es sind nur 12er Kanonen. Die bist du. Finde ich gut, dass du die nicht einfach alle freigejammt hast. Da gibt es ja genug, die das machen. Unnötig, meiner Meinung nach. Also, auf jeden Fall sehr, sehr nices Dorf. Vom Ausbau her, ja. Ganz ehrlich, also in dem Pokal-Region wirst du wahrscheinlich nie ausgenommen. Obwohl die Magiertürme das Elixier nicht schützen, nicht wirklich gut, oder? Nee. Kann ja jetzt wahrscheinlich egal sein, weil hier einfach ein X-Bogen ist und dann sind da ja noch die Multi-Inferno, die immer jeweils die X, die Elixier-Lager schützen. Aber das Dorfdesign gefällt mir irgendwie an sich so. Es sieht hübsch aus. Sieht aus wie eine Schneeflocke. Ein bisschen Fantasie. Die Mörser stehen sehr weit außen. Bei Rathaus 10 sind die Mörser aber relativ egal. So wurde mir zumindest gesagt, das sind alle anderen wichtiger. Mörser quasi das unwichtigste Gebäude. Was soll ich da groß zu sagen? Du kennst das Spiel, du hast es verstanden. Deine Gebäude sind maxed, außer die neuen Kanonen. Die sind aber, da ist auch schon einer auf dem Weg. Deine Truppen sind komplett maxed. Du hast gespendet wie ein Weltmeister. Also Respekt dafür. Und ich gebe dir eine 9 oder 9,5. Klar bist du besser als andere Leute, die so eine Note bekommen haben, aber du bist eben für ein Rathaus 10er nicht perfekt. Ich gebe dir eine 9,5. Eigentlich sind es ja nur die Mauern, die stören. Also was heißt stören? Die sind ja nicht schlecht, aber sind halt nicht einer 10 würdig. Also wirklich gut, aber mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Sorry, aber ne, so ein Rathaus Max 10er, naja. Dann gucken wir weiter. Clash View.
Da suchen wir den Artox. Artox, Artox. Oh, Level 28. Oh je, ob ich da was zu sagen kann, das ist natürlich, also viel bestimmt nicht. Ist noch relativ frisch, ist klar. Hat immerhin schon, ich wollte gerade sagen, 100 Millionen Gold erfarmt. Nein, über 10 Millionen Gold erfarmt, fast 10 Millionen Elixier. Ja. Dunkles hat er natürlich noch keins erfarmt. Er macht aber schon Clankriege mit. Mit Rathaus 5. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wie Rathaus 5, wie hoch die Sachen da gehen. Es scheint mir aber sogar relativ... Ja, 5. Also... Ich denke, das sieht so aus, als hättest du schon relativ maxed für Rathaus 5, 4. Also auf jeden Fall bist du nicht zu früh gelevelt. Oder glaube ich zumindest. Die Clanburg gehört in die Mitte. Auch wenn du eine kleine Clanburg hast, gehört die bei dir erst recht in die Mitte. Da sind die noch wichtiger, die Clanburgen. Tausch das mit der... Obwohl, mit der Luftabwehr tauschen ist auch blöd. Ja, das Dorfdesign gefällt mir aber trotzdem nicht. Auch wenn du noch relativ frisch bist, das Dorfdesign finde ich schlecht. Oder relativ klein bist, nicht relativ frisch. Die Mauern gehen, glaube ich, auch ein bisschen höher. Ein bisschen viel höher, oder sogar? Gehen die nicht sogar bis 5? Ich meine schon. Da solltest du auf jeden Fall die Mauern mal hoch machen, weil das sieht ja aus wie so ein kleines... Projekt Lebendorf bei Minecraft irgendwie. Also das Design, ja, ich glaube, bei Rathaus 5 kann man da noch nicht so viel verkehrt machen. Ich finde, du bist sehr hoch mit den Pokalen für Rathaus 5. Da wirst du wahrscheinlich öfters mal ausgeraubt. Wobei du auch wahrscheinlich nicht so viel Loot anbietest, aber... Also Clanburg gehört in die Mitte, der Magierturm steht da schön, der Mörser steht okay, aber auch nicht perfekt, weil... Du weißt ja, der hat so einen toten Winkel. Das heißt, die beiden Lager schützt er nicht. Also eigentlich steht er sogar relativ schlecht. Da solltest du dir nochmal ein neues Dorfdesign überlegen. Oder im Internet suchen. Da gibt's mit Sicherheit genug. Das ist nicht so schön. Ich gebe dir jetzt aber, damit du die Motivation behältst, eine 6,5 von 10. Mach weiter. Und irgendwann kommst du auch dann zu den Gefilden, wie unser junger Herr gerade mit seinem Rathaus-Szener. Es dauert halt. Du hast im Moment auch nicht so die Möglichkeiten, dein Dorf zu gestalten, aber ein bisschen besser, denke ich, geht es schon. Ach, ich gebe dir doch eine 7. Das wäre sonst unfair. Eine 7. So, das heißt, wir besuchen jetzt noch jemanden, der schon mal besucht wurde, glaube ich. Droger. Ich glaube, wurde sogar irgendwann letztens erst besucht. Das heißt, ich kann sein, dass ich mich wiederhole. Rathaus 8 frisch, denke ich. Ja, den habe ich letztens erst besucht. Bin ich mir zu 99,9% sicher. Da gehe ich jetzt auf die Erfolge nicht so ein. Design. Ich glaube, es ging ihm ums Design. Das Design gefällt mir. Gefällt mir das? Ich weiß es nicht. Was mir auf jeden Fall nicht gefällt, ist der eine Mörser, der so ein bisschen einsam und allein da steht. Es wirkt so ein bisschen, als hättest du Rathaus 8 Designs für 3 Mörser ein bisschen umgebaut. Also die Magiertürme stehen zum Teil... Moment, du hast ja immer noch nur 2 Lager. Stimmt, ich kann mich erinnern, das war der mit Rathaus 8 noch nur 2 Lager hatte, noch nicht die dritten gebaut. Also, zuerst einmal, die Magiertürme stehen gut, die Lager stehen auch schön geschützt, weil sie immer in unterschiedlichen Kacheln sind, außer das Dunkle. Das ist ja nicht so tragisch. Also, das ist auch geschützt, aber halt nicht von den Magiertürmen, nicht wirklich. Aber dafür von allen Mörsern hier, wobei der hat einen kleinen toten Winkel, aber nicht dramatisch. Der Mörser hier, ich meine, der schützt die anderen beiden, aber irgendwie, weiß ich nicht, mir gefällt das besser, wenn die 4 relativ symmetrisch stehen und nicht so unsymmetrisch. Ansonsten würde ich sagen, das Design ist nicht so leicht zu knacken. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Rathaus 9, ich als Barcher würde es, glaube ich, nicht mal angreifen, weil ich es zu krass finden würde.
Also zu schwierig, da an genug Lager zu kommen. Kommt natürlich darauf an, wie viel Loot du mir anbietest. Dann würde ich wahrscheinlich hier rein, dann wird man die drei Lager auf jeden Fall ohne Probleme kriegen. Auch das Dunkle, ja, das muss dir klar sein. Das Dunkle ist da nicht so besonders geschützt. Vom Ausbau her, wie gesagt, ich glaube, ich habe das nicht erst bewertet. Die Gebäude sind schon richtig nice, die sind auch schon zum großen Teil Max Rathaus 8, aber die Mauern sind noch sehr schwach. Mach sie wenigstens jetzt auf Level 7 alle. Und ich denke, das ist auch wieder ein kurzer Besuch. Ihr wisst ja, eigentlich mache ich längere Besuche mit 5 Minuten ungefähr pro Dorf, aber das sind jetzt 3 Spezialfälle gewesen. Einmal zu gut, einmal noch relativ low und einmal war gerade erst, also wirklich erst vor ein paar Tagen. Und deswegen fallen die Bewertungen etwas kürzer aus. Und jetzt haben wir noch einen aus meinem Clan, der bewertet werden möchte. Der gute Grüni, Level 103. Ja, alles Rathaus 8 Max, glaube ich, soweit von den Truppen her. Aber bei den Kobolden bin ich mir nicht sicher. Gehen die nur bis 4? Kann sein. Spielt ungefähr so lange wie ich, hat auch schon sehr nice gefahren. Ungefähr 350 Millionen von beidem. Und dazu noch, oh, Dunkles. Also Dunkles hast du gut gefahren, hast du, glaube ich, fast so viel wie ich, vielleicht 100.000 weniger. 1,2 Millionen. Könntest auch mal Richtung Meister gehen, mein Guter, das schaffst du locker mit Bogey only. Gespendet hat er auch ganz gut. Und im Clankrieg kämpft er sowieso immer ganz nett und hat auch dementsprechend schon 279 Sterne, das lässt sich schon sehen. Also das könnte ich fast sein von den Truppen her bis vor kurzer Zeit noch. Dass die Goblins fehlen und die Valkyrie und der Lavahund. Okay, die Lakaien hatte ich ein bisschen höher. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die ging auch schon bis Rathaus 8 auf 3. Oder 4. Da bist du noch etwas rückständig, mein Guter. Aber ansonsten sieht das schon nett aus. Und dein Rathaus wurde zerstört. Oh mein Gott. Das ist natürlich total uninteressant für dich, weil du deine Ressourcen geschützt hast und da ist ja nicht so wenig drin. Also, das Dunkle ist natürlich richtig in der Mitte, das willst du also perfekt schützen und ich glaube, das tust du auch. Dadurch, dass die Magiertürme im Ausbau sind, vielleicht im Moment nicht perfekt, aber normalerweise, ich beurteile das jetzt einfach mal so, wie es wäre, wenn alles ausgebaut ist. Die Mörser stehen so natürlich sehr weit auseinander, aber so ganz nett. Wobei halt dieses Goldlager jeweils im toten Winkel steht. Also das ist dann hier von dem einen Magieturm und hier von dem einen geschützt. Kritisch, ich weiß nicht. Also irgendwie, wenn die im Ausbau sind, finde ich das Design nicht so schön. Wenn die nicht im Ausbau wären, wären die schön geschützt. Dann wären nur die beiden hier, finde ich, nicht so toll. Obwohl, dann ist da ja auch der Magierturm von beiden Seiten. Ja doch, da liegt nur daran, dass die Magiertürme im Ausbau sind. Dadurch sind die Goldlager nicht ganz so schön geschützt. Schön finde ich, alle Lager in einer Kachel. Kennt er ja schon den Spruch. Der König sehr mittig. Weiß ich nicht, ob du sonst mit der Queen tauscht. Würde ich aber sonst machen, wenn die nicht im Ausbau ist. Ich finde die da sinnvoller. Schöne Helden hast du übrigens. Kannst mir mal deinen König geben. Stimmt, du hast ja sogar ungefähr gleiche Helden. Meine Königin ist, glaube ich, ein bisschen höher, dafür ist dein König höher. Also gleicht sich das ungefähr wieder aus. Der X-Bogen steht wahrscheinlich sonst hier, wo die Kanone steht. Auch steht gut. Ja, ansonsten vom Design. Also wie gesagt, im Ausbau finde ich das Design, glaube ich, sogar sehr kritisch. Aber wenn es nicht im Ausbau ist, sieht es eigentlich sehr gut aus. Kann man so stehen lassen, würde ich mal sagen. Ist da ein Loch in der Mauer? Ja, aber da sind Fallen und ein Tesla und 2 Bogietürme, das ist nicht tragisch. Das passt zum Design hier auch. Ja, aber die Fallen liegen da sehr gut, das nimmt einiges weg. Wobei da die Riesenbomben so liegen, dass die Riesen sie auslösen würden oder Golems, wenn man damit angreift. Leider nicht so die Goblins oder Bogies, wenn sie nachkommen, aber mein Gott. Ansonsten, ja. Vom Ausbau her, Tesla sind alle schon oben. Die geilen, also für mich sind das die hübschesten Tesla. Die Kanonen noch nicht, aber alle schon nachgezogen. Magiertürme machst du die letzten beiden. Mörser sind alle schon oben. Luftabwehren sind alle schon oben.
Bogitürme sind alle auf Rathaus 8 Niveau, deine Kasernen sind alle ausgebaut, deine Sammler und Minen sind alle ausgebaut. Gib mir mal die dunkle Kaserne ab, die bräuchte ich jetzt. Ja, also ich finde das Dorf nicht schlecht, wie gesagt, im Ausbau vielleicht ein bisschen kritisch, aber normalerweise finde ich es echt gut, das Dorf. Und würde dir an der Stelle geben, na, die Mauern sind halt, du warst Rathaus, also die Rathaus 8 Mauern hast du alle. Und du bist ja auch noch ein bisschen, hast ja auch noch vor dir bei Rathaus 9 und wenn ich mich nicht irre, warst du auch früher mal relativ früh gelevelt auf Rathaus 9, dass du da einiges nachholen musstest und das finde ich, hast du schon gut getan. Gebe dir an der Stelle eine 9 von 10. Und ich merke schon wieder, der erste Server neigt sich dem Ende zu. Wir haben sowieso keine Freiwilligen mehr. Wenn ihr auch besucht werden wollt, schreibt es mir in die Kommentare mit eurem Clan, beziehungsweise Clan-Kürzel und eurem Namen. Und wir sehen uns wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans oder Besuche bei Clash of Clans. Bis dahin, ciao, ciao.